ist irgendwie schon der Hammer, wenn man morgens die Dachluke aufmacht und auf eine Palme guckt. Wahnsinn! Ja, schönen guten Morgen aus Colera. Wir haben Sonntag, also ihr könnt schön zu Hause gemütlich mein Video schauen von dieser letzten Woche und ich muss schon wieder arbeiten. Ich stehe hier in so einer Seitenstraße mit vielen Palmen. Ja, da vorne ist gleich das Meer, zeige ich euch noch. So eine Stichstraße. Ja, da hinten ist so ein Wendehammer oder wie sagt man. Da stehe ich aber nie, weil sich da immer die Jugend trifft, sozusagen am Ende einer Straße. Ja, und habe hier sehr, sehr ruhig geschlafen, obwohl Samstag ist. Also von Samstag auf Sonntag, da sind die Jugendlichen ja schon mal eher unterwegs und machen Remi-Demi. Aber gut, ich zeige euch jetzt erstmal das Meer. Ja, so schaut es hier aus. Gibt durchaus unangenehmere Orte. Wir haben jetzt viertel vor neun. Ja, da hinten sind die Bettenburgen. Fällt mir gerade ein, da hat man ja auch lange drüber gemeckert, immer über die Bettenburgen. Ne? Ganz schlimm und bla bla bla. So wie heute über die Camper. Es gibt immer was zu meckern. Da sind die ganzen Wohnungen. Ja. Es gibt schönere Sachen, aber andererseits, wenn man da oben wohnt, ne, ist das auch nicht so schlecht. So mit dem Blick hier. Ne. Ja, das riecht hier gut. Ne? Na, Schatz, erzähl mal, was gibt es dir zu berichten? Der Camper Jörgi schreibt, Moin Ralf, wie hoch sind eigentlich deine monatlichen Einnahmen bei YouTube? Also was soll ich dazu sagen? Ich find's fast schon lustig. Oder ja, also lustig über die Naivität, wie manche Menschen denken. Sorry Jörg, also du kannst doch nicht fragen, was verdienst du? Ich könnte ja auch fragen, wann hast du das letzte Mal mit deiner Frau geschlafen? Oder deine Kinder verprügelt oder, weiß ich nicht, deinen Hund gequält. Also es gibt Dinge, über die redet man nicht öffentlich, zumindest nicht als Deutscher. Ich meine, es gibt andere Nationalitäten, die prahlen ja so mit ihrem, was sie haben. Wir Deutschen sind da schon ein bisschen anders und da bin ich eigentlich auch sehr deutsch. Also über meine Einnahmen gebe ich einfach keine Auskunft. Also ich nehme den Kommentar aber eigentlich aus einem anderen Grund zum Anlass. Nämlich, dass die Menschen, also ihr alle glaubt, ihr würdet mich kennen. Also ich wäre sozusagen euer Freund. Also ich will gerne euer Freund sein. Aber ich kenne euch ja nicht. Ne? Also das geht manchen Menschen einfach ab. Ich habe mal irgendwie so eine Reportage, so ein Interview gehört mit irgendeinem berühmten Schauspieler, ich weiß gar nicht mehr, um wen ging. Der sagte auch, ich werde auf der Straße angesprochen mit der Kommissar. Ne? Also Sie sind doch Kommissar. Oder ich bin, weiß ich, genau, Schwarzwaldklinik war das, glaube ich, dass die Menschen diesen Hauptdarsteller, weiß gar nicht mehr, wie er hieß, auf der Straße angesprochen haben und ihn gefragt haben, hören Sie mal, ich habe hier so ein Nierenleiden. Ja, total verrückt, total verrückt. Also ich will gerne mit euch befreundet sein, aber ich muss euch wenigstens mal kennengelernt haben und mir mal so einen Eindruck, ne, so face to face und man beschnuppert sich ja mal und vielleicht kann ich euch ja gar nicht leiden, sozusagen live, das weiß ich ja nicht. Wir sind so lange nicht befreundet, solange wir uns nicht sozusagen näher kennengelernt haben und so lange beantworte ich auch keine intimen Fragen. Auch nicht zu anderen Bereichen meines Lebens. Auch nicht über meine Geldeinnahmen. Aber ich kann dir so viel sagen, die sind relativ bescheiden. Also ich habe ja jetzt 15.000 Abonnenten. Leben kann man davon nicht.
Leben kann man davon nicht. Das ist, also wenn man mal 100.000 Abonnenten hat, dann ist ganz sicher, ne? Also dann kann man schon ganz gut davon leben, aber mit 15.000 Abonnenten, da deckt so ein bisschen die Spritkosten und so ein bisschen auch die Standgebühren und so weiter. Aber weiß ich nicht, die Tausenden von Euro, die ich im Monat sonst noch zahlen muss, also Krankenversicherung, bla bla bla, ihr wisst, wovon ich rede, das kriege ich davon bei weitem nicht gedeckt. Also ich will mal so sagen, alle, die sich mit dem Thema YouTube auseinandersetzen, also sagen, oh, ich mache jetzt auch einen YouTube-Kanal auf und dann kann ich sozusagen mir so ein passives Einkommen aufbauen, denen sei gesagt, Fehlanzeige. Also ihr habt eine Chance, wenn ihr jung und hübsch seid und Pärchen, ne? Also ich bin ja so ein alter weißer Mann, also weißhaariger Mann, der sozusagen für das Unglück dieser Welt verantwortlich ist, wie alle anderen weißen Männer, älteren Männer ja auch, zumindest denkt die Jugend hat. Entschuldigung, die Heizung läuft jetzt gerade aus, war jetzt ein bisschen frisch heute Morgen, hoffentlich ist der Ton einigermaßen. Ja, für das Unglück dieser Welt verantwortlich. Wo war ich jetzt? Da habe ich irgendwie den Faden verloren. Ach so, ja, genau. Und meint, man könnte sich so ein passives Einkommen aufbauen. Das funktioniert nicht, nur wenn man jung und hübsch ist. Ich sag jetzt mal, einen schönen Popo hat, den immer schön in die Kamera zeigt. Ne? Sex sells halt. Wenn ich meinen Popo in die Kamera halte, dann gehen mir wahrscheinlich die Hälfte der Abonnenten verloren. Oder ich bekomme solche, die ich nicht haben will. Entschuldigung. was weiß ich. Also das könnt ihr euch abschminken. Passiv ist hier, also allein schon der Name Passiv ist schon ein Witz. Wie du richtig sagst, Jörg, ich produziere fast immer 3 Filme in der Woche. Ich hab jetzt 600 Videos produziert, also im Jahr 200 Stück. Mach das mal. Das ist ein Fulltime-Job. Kann ich auch nur machen, weil ich sozusagen ja Frührentner bin. Ne? Also Frührentner erstmal in Form von Pandemie. Also ich durfte ja nicht arbeiten als Fotograf oder lange Zeiten nicht. Und ja, und jetzt habe ich ja mein Gewerbe beendet und bin sozusagen Frührentner. Also von passiv kann da gar keine Rede sein. Man muss, man ist permanent mit diesem Thema beschäftigt. Permanent. Ja, so, man kann fast, also ich kann fast gar nicht, sagen wir mal, an den Strand laufen und einfach nur so rumlaufen. Also wenn ich das tue und ich komme wieder in mein Wohnmobil zurück, dann denke ich, ach, hättest du das noch machen können, das noch machen können, das noch mal. Also, ne, so. Und natürlich versuche ich meinen Kanal ja auch interessant zu halten, indem ich Produkte vorstelle, ja, so ein Produkt vorstelle. Da muss man sich erstmal, alle Dinge muss man erstmal auseinandernehmen, alles austesten. Da ist man häufig mal einen Tag oder zwei mit beschäftigt. Das ist nicht auspacken, mal eben zeigen und tschüss. Nee, das ist richtig Arbeit. Also, was ich damit sagen will, es würde wahrscheinlich mehr Sinn machen, sich zu Hause einen Nebenjob zu suchen, so ein 480 Euro, neben, es hat 480 Euro, 500 Euro, ist ja dann irgendwie sozial befreit, bla bla bla, ich weiß es nicht genau, ihr wisst halt vielleicht besser, der ein oder andere, so einen Nebenjob suchen für 500 Euro, da habt ihr mehr verdient. Ne, da arbeitet ihr ein paar Stunden in der Woche, keine Ahnung, 10 Stunden oder so, und dann wartet. Da habt ihr viel, viel mehr verdient. Und die restliche Zeit, dann frönt ihr eurem Hobby oder verwöhnt euren Partner oder Partnerin oder was auch immer. Also das is it nicht. Das is it nicht. Ich habe ganz, ganz viele Leute getroffen im Laufe meiner knapp 3 Jahre, die ich jetzt als YouTuber unterwegs bin, die ja genau die gleiche Idee hatten wie ich. Und auch so einen Kanal aufmachen wollten oder gemacht haben. Vielen habe ich davon übrigens auch geholfen. Also ich bin da immer offen. Ich sage immer, wie aus meiner Sicht ein guter Weg ist. Also das sage ich nicht öffentlich. Das sage ich, wenn man sich auf ein Bierchen mal trifft oder so. Oder wenn er mich dafür bezahlt, dann sage ich das. Aber also ich kann jetzt hier nicht in den Kommentaren hier irgendeinen Support geben. Das geht einfach, das geht nicht. Das schaffe ich zeitlich einfach nicht mehr. Ich will ja auch noch ein bisschen leben. Ich weiß, das ist jetzt eine große Überraschung für den einen oder anderen, aber nee, möchte ich noch. Ich möchte auch mal ein paar Tage nichts tun. Ne? Also so, wie alle anderen das Bedürfnis auch haben, habe ich das halt auch.
Also, YouTube-Kanal würde ich mir gut überlegen. Wenn man bei Instagram ein paar Fotos postet und da erfolgreich ist, ist nichts gegen einzuwenden. Ich will euch das nicht ausreden. Macht das, macht das, macht das. Man kann nur durch eigene Erfahrung wirklich lernen. Ich will mal so sagen, Leute, die euch erzählen, wie toll das ist, einen YouTube-Kanal zu machen oder einen Instagram-Kanal und euch auch da ganz viele Tipps geben, die haben ja auch eine Motivation. Ist ja logisch. Die wollen nämlich Abonnenten, die wollen Werbung verkaufen, die wollen halt davon leben. Und deren Geschäftsmodell ist halt, Leute in diese YouTube-Geschichte reinzuziehen oder in diese Vanlife-Geschichte reinzuziehen oder in die ne, Kochsendung, bla bla bla. Die haben ja alle eine Motivation. Die ist größtenteils ehrenhaft. Also da ist nichts gegen einzuwenden, aber man muss immer auch oder man sollte immer auch die Motivation, die dahinter ist, sich überlegen, warum macht er das? Warum sagt er das? Da gibt es Leute, so wie ich, die sind finanziell einigermaßen unabhängig, also auf ganz niedrigem Niveau, also ich bin kein reich, weit weg von einem reichen Mann. Ich komme so gerade hin, ne? Wenn ich älter als 85 werde, wird es schon eng. Leb also nicht von diesen YouTube-Einnahmen. Das ist so der Sahne auf dem Kaffee. Wenn ich aber davon leben muss, dann ist seine Motivation natürlich eine ganz andere nochmal. Und dann, ja, bin ich vielleicht sehr motiviert, sehr positiv zu berichten. Ich versuche immer ehrlich zu berichten und alle Seiten, alle Facetten zu zeigen. Wobei man auch sagen muss, die Leute, die, also gibt ja immer wieder Zuschauer, nicht nur bei mir, sondern überall, die dann immer lobend erwähnen, dass auch einer mal die Schattenseiten zeigt von zum Beispiel einem Vanlife. 90, wahrscheinlich 95% der Leute wollen das gar nicht sehen. Die finden das doof, dass man auch negative Seiten sieht oder zeigt. Oder ne, ich sag dann, ich rede ja auch schon mal über Kommentare, die ich bekommen habe, die ich doof finde. Das wollen die Menschen gar nicht hören. Die wollen halt Easy Living sehen und hören. Und also ich meine, gibt ja auch genug Scheiß sozusagen in ihrem eigenen Leben vielleicht. Ne? Und da wollen die nicht noch einen Kanal anschalten und dann auch immer nur Mist hören. Also so, ne? Also das ist ja auch zu verstehen. Nur diesen Leuten sei gesagt, es ist nicht alles so schön, wie es glänzt. glaubt's mir. Ja, also nochmal resümierend. Erstens rede ich nicht über meine Einnahmen. Also so ungefähr sage ich, das ist so ein Nebenjob, so eine Nebenjobgeschichte. Zweitens, wir können alle gerne, also ich bin gerne mit euch allen befreundet. Also es gibt ja ganz, ganz viele, die mir schon über Jahre nette Kommentare schreiben oder mir Mut machen und so weiter. Mit denen bin ich natürlich sehr, sehr gerne befreundet. Und aber ich würd euch dann auch gerne erstmal kennenlernen. Weil ich kenne euch nämlich wirklich nicht. Ihr kennt mich relativ genau, weil ich ja sehr authentisch bin. Also ich bin halt so, wie ich bin. Also vor der Kamera sage ich nicht alles. Das ist mir zu polarisierend. Ich habe einfach keine Lust darauf, stundenlang Kommentare zu beantworten, wie bei Facebook hin und her zu chatten. Da ist mir meine Zeit einfach viel zu schade. Vor allen Dingen mit Leuten, die ich ja nicht kenne. Ne? Was ist das für eine Nase, die mir da wieder irgend so einen Scheiß schreibt? Ne? Das kann ja ein toller Mensch sein, aber stellt sich für mich ja in dem Moment nicht so dar. Also will ich mit dem auch nichts zu tun haben. Ist doch logisch. Ich will mit Blödmännern nichts zu tun haben. Das habe ich mein ganzes Leben gehabt. Das will ich einfach nicht mehr. Also auch das nochmal, ne, so zum Verständnis. Also bitte seid mir nicht böse. Fragen über mein Sexleben, über mein Einkommen, über mein Blablabla, die beantworte ich nicht. Wer regelmäßig meine Vlogs hört und sagen wir mal, nicht ganz so blöd ist, der kann auch so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen und das ein oder andere interpretieren. Das wollte ich nur mal sagen, lieber Jörg, sei mir nicht böse. Aber dein Kommentar ist, wie gesagt, auch nur ein Anlass für die Dinge, die mir da an der Stelle so ein bisschen auf der Seele gebrannt hat. So.
meinen ersten Kaffee habe ich getrunken. Mit Lesi war ich schon draußen, habt ihr ja eben gesehen. Morgens ist schon noch ein bisschen, also morgens und abends ist frisch in Deutschland. In Deutschland. Früh morgens und abends ist auch in Spanien kalt. Also viele fragen mich ja immer wieder, wie ist die Temperatur, bla bla bla. Verstehe nicht, warum man mir oder anderen so eine Frage stellt. Da macht man eine Wetter-App auf und dann weiß man, wie kalt oder warm es ist und was für ein Wind weht. Aber wer sich mit dem Gedanken beschäftigt, in Spanien zu überwintern, der ist unter Umständen schwer enttäuscht. Weil hier so im November, Dezember, Januar, Februar, März, um was zu sagen, diese 4-5 Monate, hier in Spanien auch Winter ist. Natürlich ist der Winter hier viel, viel schöner als in Deutschland, gar keine Frage. Und ich finde das herrlich hier, ne? Nicht falsch verstehen. Aber es ist nicht nur schön. Also auch hier haben wir mal schlechtes Wetter. Und auch und vor allen Dingen ist morgens kalt. Also Sonnenaufgang war jetzt heute zum Beispiel, was haben wir, 20. November, 7.45 Uhr. Da muss man aber lange Buchse anziehen und Trainingsanzug und Jäckchen, so wie ich jetzt, ne, wenigstens. Also da so, und wenn der Winter noch pfeift, unter Umständen, dann ist ganz schön frisch. Und was man wissen muss, im November ist um 18 Uhr dunkel. Also da kann man nicht mehr draußen vom Wohnmobil sitzen und die Seele baumeln lassen. Das geht nicht. Und im Dezember, Januar, da ist auch schon um 17 Uhr dann dunkel oder Viertel nach fünf oder sowas. Also der Tag ist relativ kurz. Den muss man dann schon nutzen. Also gute Idee ist halt früh aufstehen, sozusagen mit dem Sonnenaufgang. Und dann hat man auch eine relativ lange Tageszeit. So, und wenn es dann hell wird oder dunkel wird, morgens oder abends entsprechend, dann ist auch richtig kalt. So, und wer so nach Spanien, also das erste Mal nach Spanien fährt und hier überwintern möchte, der soll da tun, um Gottes Willen. Aber seine Ansprüche oder seine Vorstellung ein bisschen runterschrauben. Vor ein paar Tagen war hier ein Unwetter, zum Beispiel der Frauke, eine Campingfreundin von mir, beziehungsweise eine gute Freundin von Freunden von mir, die ich zufällig getroffen habe, beim Müll wegbringen. Früher hat man sich in der Waschküche getroffen, heute beim Müll wegbringen. Liebe Grüße, Frauke. Der hat man jetzt, also beim Unwetter ist der irgendwie der Abwassertank abgerissen. Ne? Also solche Sachen passieren natürlich. Ja, da müsst ihr, also ist nicht alles Gold, was glänzt. So sagte meine Omi immer. Ja, also ich fahre jetzt auf jeden Fall nach Alicante. Das habe ich bisher immer gemieden. Gucken, ob ich da überhaupt einen Stellplatz kriege. Ich stehe ja viel frei. Aber wenn ich mir eine Stadt anschaue, dann möchte ich schon auf einem sicheren Stellplatz oder Campingplatz stehen. Das ist mir das Geld einfach wert. Ach so, da möchte ich noch was loswerden. Ich weiß jetzt, also bisher, ich bin ja jetzt zwischen Valencia und Alicante, fand ich die Stellplatzsituation überhaupt nicht dramatisch. Also ich habe überall einen Platz bekommen. Auch auf den freien Plätzen, also auf den offiziellen Stellplätzen, wo man kein Geld zahlt, die ja in der Regel auch immer schnell voll sind, überall habe ich einen Platz gekriegt. Das ist aber natürlich keine Aussage für die Zukunft, nur eine Momentaussage. Aber sicherlich werden die Stellplätze auch dieses Jahr wieder richtig voll werden hier in Spanien. Aber, und das ist halt das Verrückte, ansonsten gibt's ja keine Touristen. Also die ganzen Bettenburgen und so, die sind hier alle leer. Die Restaurants sind zu, also ne, nicht alle, aber 80% würde ich mal so schätzen, sind zu. Die einzigen Touristen, die es gibt in Spanien zurzeit, also nicht die einzigen, aber zu 90%, sind Camper. Sind Leute, die mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen unterwegs sind. Ja, und da sind die Campingplätze also voll. Bevor ich zur Zeit, also würde ich mit dem Gedanken spielen, würde ich mir kein Hotel kaufen, sondern einen Campingplatz. Weil der ist ja ganze Jahr voll, zumindest zur Zeit. Aber die hatten natürlich auch schon andere Zeiten. Und was man auch sagen muss, die werden sehr, sehr teuer. Also Strom kriegt man hier kaum noch unter 4 Euro der Tag. Also liegt immer so zwischen 4 und 5 Euro. Ich habe einen gefunden, der 3,50 Euro. Da war früher war der Strom inklusive. Also früher, ich rede jetzt nicht von vor 100 Jahren, sondern vor, keine Ahnung, letztes Jahr, vorletztes Jahr.
Also das ist sozusagen eine verdeckte Preiserhöhung bei vielen Stellplätzen. Und darüber hinaus zahlt man hier gerne auch schnell mal einen 20er, ne? Oder 25 Euro. Also Alicante, 25 Euro ist keine Seltenheit, ne? Also das macht das Campen ja auch relativ unattraktiv, ne? Also das muss man ja auch mal sagen. Jetzt überlegt mal, ihr zahlt, sagen wir mal im Schnitt, ihr seid mit Familie unterwegs, also Mann, Frau, ein, zwei Kinder, ne? Die Kinder zahlen ja häufig auch nochmal extra auf den Campingplätzen und dann zahlst du im Schnitt, sagen wir mal 30 Euro mit Hund und Wohnmobil, also gar keine Seltenheit. Dann habt ihr schnell gerne mal so 900 Euro weg, nur für die Übernachtung. Und dann habt ihr aber noch ein Wohnmobil gekauft und den Sprit bis hier runter, der ist ja auch nicht billig, also extrem teuer, alles geworden, auch Gas und bla bla bla, also in Spanien geht das mit dem Gas, aber so prinzipiell, keine Ahnung, ob so ein Wohnmobilurlaub noch irgendwie toll ist, preislich gesehen, denn man bekommt ja immer für eine Pauschalangebote, die auch häufig gar nicht schlecht sind. Gerade in der Zeit nach Corona sind ja die Hotelpreise, also da haben die ja wirklich tolle Angebote, preiswerte Angebote und die Stellplätze sind da immer, werden immer teurer. Ne? Also irgendwann wird da auch mal die Schere aufgehen, könnte ich mir vorstellen. Besonders die ganzen Neucamper, die erst seit 1, 2, 3 Jahren oder jetzt gerade erst ihr Wohnmobil bekommen, die werden sich noch umgucken preislich. Natürlich sind alle, so wie ich, Altcamper, also nicht alt von Jahren, ich bin ja noch total jung, ne, aber so lange dabei, überhaupt nicht glücklich über die Entwicklung. Aber so ist es halt im Leben. Da muss man mit leben, da hilft kein Meckern und kein Zetern. Ne, ich habe ja zum Beispiel, veröffentliche ich immer meine Stellplätze, wo ich gerade bin. Also auch die freien Plätze und da bekomme ich natürlich auch Kommentare, dass das scheiße ist, also die Leute das scheiße finden. Ja, Kinders, ist halt so. Es gibt noch 1 Million andere Plätze. Na, also wenn ihr jetzt 1 oder 2 Plätze, sagen wir mal in Spanien gefunden habt, die euch total gut gefallen, dann müsst ihr euch nicht wundern, dass da auch andere Leute hinkommen und auch vielleicht viele Leute da hinkommen. Und ihr habt ja selber irgendwie seid ihr ja auf genau diesen Platz gekommen. Vielleicht habt ihr den jetzt gerade zufällig gefunden, aber ihr habt bestimmt schon auf hunderten von Plätzen gestanden, also wenn ihr länger dabei seid, die ihr irgendwie anders gefunden habt, Park for Night oder Empfehlung von Freunden oder beim YouTube-Kanal und so weiter. Also bitteschön. Außerdem gehört euch der Platz nicht. Der gehört uns nämlich alle. Und dass auch ein Camper, der vielleicht nicht so viel Erfahrung hat, vielleicht mal glücklich ist, mal schön zu stehen, das kann man ja keinem verdenken. Also ich kann das auch immer nicht so verstehen, warum ich mir mehr Rechte zuweise als anderen. Ne? Also jeder hat doch das gleiche Recht. Also so bin ich zumindest aufgewachsen. Gut, Politiker sind eine Ausnahme, Beamte sind eine Ausnahme. Da gibt es bestimmt noch ein paar Ausnahmen, aber wir Volk, wir Lemminge, wir sollten uns nicht gegenseitig das Leben schwer machen. Ja, und dann stehen halt mehr Camper da. Also ich glaube, wenn sich die Wohnmobilzahl verdoppelt nochmal, finde ich, schwöre ich euch, jeden Tag einen Platz, wo ich toll übernachten kann. Frei. Ich finde immer wieder neue Plätze. Das ist ja ein riesengroßes Land, also dieses Europa, also wo ich mich hier so rumtreibe. Da gibt's Millionen von tollen Plätzen, Millionen. Also hört auf, euch immer so destruktiv zu äußern. Und der neue Camper, der dazukommt, das kann ja auch ein super netter sein. Also das ist ja nicht grundsätzlich, weil der frisch dabei ist, ein Blödmann. Also vielleicht verhält er sich mal nicht so toll. Ja gut, dann muss man ihm das halt sagen. Oder er muss halt seine Erfahrung machen. Haben wir ja auch alle gemacht. Also ich habe wenn ich überlege, mein erstes Wohnmobil habe ich in Amerika mir gemietet, in Los Angeles.
Ja, da war ich auch erstmal doof. Da war ich, weiß ich nicht, 18 oder 19. Da war ich doof wie Bodenstroh, was Campen anging. Das musste ich mir auch erstmal alles beibringen. Und da haben sich die Leute wahrscheinlich auch auf dem Stellplatz, Campingplatz kaputt gelacht. Also das erste Mal da, bla bla bla. Aber, also ich will damit sagen, jeder hat ja mal angefangen mit allem, was ihr tut und gemacht und macht und professionell seid oder ein großes Wissen habt, das habt ihr irgendwann mal angefangen, euch beizubringen oder beibringen zu lassen. So, und jetzt, wo ihr das gut könnt, müsst ihr nicht über andere herziehen, die das noch nicht so gut können. Das ist, ich sag das mal, charakterlos. Ich finde das äußerst charakterlos. Also ich finde sowas echt zum Kotzen. Es geht im Leben um Hilfsbereitschaft und um Geben, finde ich. Und umso mehr man gibt, umso mehr bekommt man wieder. Positives. Und mal ehrlich, wer will denn mit Knütterpeter zu tun haben? Also ich meine, ich knüttere immer an anderen Leuten rum, meckere immer über deren Verhalten. Also kriege ich ja auch, ne? Also Kommentare wie, ich sag jetzt mal nix, dass du den durchgezogene Linie überfahren hast. Oder mit dem Rad auf dem Fußgängerweg war es. Du hast ja den Hund nicht angeleint. Du hättest ja, fährst du immer unangeschnallt. Bla, bla, bla. Alles so ein Mist, so ein Habt ihr keine anderen Sorgen? Also, nee. Ja, ich komme wieder so ins mein Erklärungstourette, ne? Oder mein Quatschtourette. Entschuldigt, ihr könnt ja weiterspulen. Das Video wird bestimmt noch interessanter. Ganz sicher. Also glaube ich, vielleicht. Mal gucken. So, jetzt fahre ich nach Alicante. Hab da eine schöne Fahrradtour geplant, die zeige ich euch auch. Muss jetzt mein Fahrrad mal ein bisschen bewegen. Mich selber muss ich auch ein bisschen bewegen, ne? Habe ich ja gesagt. War letzte Woche schon ziemlich fleißig, muss ich sagen. Also bin jeden Tag... ich bin jetzt aber überlegen gewesen. Ich bin jeden Tag 1000 Kalorien gelaufen, ne? Also... Ich laufe im Moment 2 Stunden. Durchschnittsgeschwindigkeit ist so 5 Kilometer die Stunde. Die war mal bei 6, kommt auch wieder dahin. Und dann laufe ich ja noch mit dem Hund noch mal eine halbe Stunde hier und da und so weiter. Und dann komme ich so auf ungefähr 1000 bis 1200 Kalorien, die ich sozusagen sportlich, wobei man das bei mir noch nicht Sport nennen kann wahrscheinlich, also ganz sicherlich nennen kann, durch Bewegung, sagen wir mal, ab. Das habe ich also geschafft. Ja, und da bin ich schon mal ganz stolz. Ich bin ja ein Mensch, der auch mit Kleinigkeiten zufrieden ist. Wer mir übrigens noch mal so den letzten Schubs gegeben hat, das ist Thomas und Oksana. Ihr seid gegrüßt. Habe ich hier in Spanien mal persönlich kennengelernt. Haben mich auch lange verfolgt. Herr Thomas hat überhaupt nicht locker gelassen mit Abnehmen und bla bla bla. Ich glaube, der hat auch so ein EMS-Studio. Wahrscheinlich wollte er mir nur was verkaufen. Nein, ihr wisst, Thomas, alles gut. Ja, und dann haben wir dann nochmal gesessen und haben uns wirklich sehr, sehr nett unterhalten. Ich hoffe, das können wir nochmal wiederholen. Auch an dich, Oksana, liebe Grüße, lecker gekocht. Die Liebe eines Mannes geht immer durch seinen Magen. Zumindest in meinem Alter. Was wollte ich denn sagen? Jetzt verzettel ich mich wieder. Sorry. Ja, und der hat mir nochmal den letzten Schubs gegeben. Da habe ich jetzt nochmal 2-3 Wochen so, ne, brauche immer so ein Prozess in mir und jetzt mache ich das. Ne, jetzt will ich abnehmen. Die 50 Kilo war natürlich, das werde ich nicht schaffen. Aber wenn ich 30 Kilo schaffe, dann wäre ich schon mal sehr zufrieden. Und vielleicht motiviert mich das ja auch noch zu weiteren Dingen. Also ganz ehrlich, Kinders, es gibt für mich kaum was Schöneres, als bei so einem herrlich strahlenden Sonnenschein mich an mein Steuer zu setzen und loszufahren. Das ist so super. Und dann sich so diese Landschaft hier anzugucken und alles so an sich vorbeiziehen zu lassen. Es gibt für mich kaum was Schöneres. Also, es gibt noch andere schöne Dinge im Leben, aber das gehört eindeutig dazu. Fahren wir mal los. Ach ja, bevor. Hat sich ja gar nicht angeschnallt. Also manche von euch sind wie meine Omi. Und die habe ich manchmal gehasst. Also ich meine, ich habe die natürlich geliebt, aber
sei vorsichtig, schnall dich an, pass auf, wenn du über die Straße gehst. Und einige von euch sind auch so. Und vielleicht darf ich das noch sagen, ihr seid genauso, wie ihr das früher gehasst habt, bei euren Eltern oder Omis. Denkt mal drüber nach. So, jetzt geht's aber los. Oder nicht mehr? Doch, aber verliert Öl. Beziehungsweise er spritzt aber mehr als vorher. Ja, das ist ja nun der Strand von Alicante. Was soll ich sagen? Wie immer traumhaft. Zumindest für die Leute, die das Meer mögen. Ja, hier die kleine Straße bin ich gekommen. Hier ist ja links und rechts jeweils ein Stellplatz. Ist also ganz egal, wo er steht. Kommt er hier durch. Und dann kommt er hier auf die Straßenbahnschienen. Und hier geht's mit der Linie 3 direkt nach Alicante. Ich würde euch auf jeden Fall raten, mit der Straßenbahn nach Alicante zu fahren. Ich habe gestern mal versucht, mit dem Fahrrad reinzufahren. Das ist furchtbar. Man fährt also eigentlich immer nur über öffentliche Straßen, breite Straßen, wo viel Verkehr ist, durch riesengroße Kreisverkehre. Also das war überhaupt nicht schön. Da habe ich kurz vor Alicante abgebrochen. Man fährt so 30 bis 40 Minuten, ist auch häufig sehr steil, also viele, viele große Hügel sind dazwischendurch zu bewältigen. Klar, mit dem E-Rad geht das alles ganz easy, aber nur, dass ihr das wisst. Also bis auf 2 Kilometer so circa gibt es keine Radwege und ist auch nicht schön zu fahren. Deshalb besser mit der Straßenbahn. Ich sitze hier gerade an der Haltestelle. Das ist die L3. Ne, könnt ihr euch schon mal merken. Bezahlen tut man in der Straßenbahn. Ja, und das Ticket aufbewahren, weil
ihr beim Ausgang, also bei manchen Straßenbahnausgängen, ein Ticket auch wieder vorweisen müsst oder einscannen müsst, sonst kommt er da nicht aus dem Gate. So ein sehr netter Campingnachbar sagte mir dann, nimm Kleingeld mit, ist vielleicht besser als mit Kreditkarte oder so zu bezahlen, ich weiß noch gar nicht, wie es geht. Und und heute Morgen ging wieder alles so durcheinander, habe ich natürlich Kleingeld vergessen. Musste ich mir leider gerade ein Sandwich kaufen, und so, damit ich Kleingeld bekomme. Ne? Also bitte. Das war ein ganz wichtiger Grund, mal was Leckeres zu essen. Mit dem Hund müsst ihr wissen, dass ein öffentliches Verkehrsmittel ist mit Hunden immer problematisch. Hunde, Katzen, Papageien, was immer ihr so mitnimmt. Ne? Also selbst bei den Viren, ne, müsst ihr ja eine Maske tragen. da kommt meine Bahn. Ser niños contigo, si me gustaría entrenar, porque haciéndolo contigo me siento fenomenal. Que eso fluya, que el amor y la culpa es tuya. Cuando me hablas de su amiga rubia, por eso es que quiero más. Quieres más que yo, la vida está para amor. Sabes lo que pasa, el
primero es Mami. Lo que manda aquí la clave. Este ritmo guaguanco, esto es lo que existe. Y también está mi chamaco, nadie nos resiste. Che, no resiste. Aquí estamos bravos, la chema tan brava. Esta vida es brava, y yo también soy bravo. Por eso lo que repican son los cueros. Aquí lo que suena fuego. Mueve la abuela el pescadero. Acá lo mueve el aduanero. Norte al sur, lo vemos viendo. La orilla el mar, lo ve sonriendo. Y yo sé lo que tenemos, no es para huevo y esto divino. Por eso lo que hacemos, quitar tu mano con ritmo, le dale. Sabes lo que pasa, mi abuelita ahora tiene masa. Aquí lo que falta el cajón, en esta jungla soy el gran león. Armen las cosas en el malecón, lo que gozamos es salsa y son. Ya saben lo que repitan son los huevos. Tengo la clave, soy el suelo. Esta vida fuego, por eso quiero una vida suave, soy sincero. Que viva mi gente, que viva la raza. De noche a día. Ja, hier habe ich die Nacht verbracht. Ganz schön, ganz ruhig. Also am frühen Morgen fahren hier schon viele Autos. Da oben ist die Hauptstraße nach Alicante. Aber dann habe ich halt hier so in die Gegend geguckt. Na, da vorne ist Alicante. Und dann ist hier das Meer, ne, also im Cockpit raus, so rausgucken, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, ist nicht so schlecht. Ja, war ganz okay. Den Standort markiere ich euch natürlich in meiner Stellplatz- und Freizeitkarte. Verlinkt unterhalb des Videos. No sé qué tú ves en mí, mi amor. Ya no dejes de mirarme, que ya me gusta quién soy. Contigo me siento en control. Era el balance en este mundo poco humor. Se volvió ese chico que hablo en mis canciones. Esas madrugadas y hermosas conversaciones. Se volvió ese chico que quería ver otra vez. Y me enamoré a volverlo a ver. Tú me ves como nadie más bebe. Me diste alas para que vuele, pero motivos para quedarme. Tú me ves como nadie más bebe. Tú me curas cuando más me duele. Sé que siempre has sabido amarme. Eso era tortolito, no quedaba en bebé. Me acuerdo de tus amigas diciendo que no ven. Que no. Esto sea duradero, que sea algo sincero. Que un perro no cambia y eso es lo que es él. Pero tú lo viste, mi amor. Tuviste mi mejor versión. Hiciste lo que nadie quería. Se dispo para mis poesías. Siento que tú solo sabes. Sentico con par de maldades. Pero sincero, sabes, momentos que siento reales. Yo lo prefiero que en un largo tiempo sea tu caballero. Tú me ves como nadie más bebe. Me diste alas para que vuele, pero motivos para quedarme. Tú me ves como nadie más bebe. Tú me curas cuando más me duele. Sé que siempre has sabido amarme. Se volvió ese chico que habló en mis canciones. Esas madrugadas. Ja, guck mal hier. Ist das nicht ein schöner Freistehspot? Also, wenn man hier einen Platz kriegt. Also, da hinten
kann man auch noch stehen, da hinten an der Straße, direkt auf dem Rasen, also am Rasen. Ja, und dann habt ihr hier so einen Blick. Ja, das ist nicht schlecht. Ich werde jetzt hier nicht übernachten, weil ich fahre erst 20 Minuten. Ein bisschen weiter will ich schon heute kommen. Aber mein Gott, Spanien ist schon richtig, richtig schön. Also wer Meer mag, ne? Wer Meer und schöne Sonne, also warme Sonne mag, der ist hier nicht so ganz schlecht aufgehoben. Momentos que siento reales, solo prefiero que en un largo tiempo sea tu caballero. Tú me ves como nadie más breve, me diste alas para que vuele, pero motivos para quedarme. Tú me ves como nadie más breve, tú me curas cuando más me duele, sé que siempre has sabido amarme. Volví ese chico que hablo en mis canciones. Esas madrugadas y hermosas conversaciones. Se volvió ese chico que quería ver otra vez. Y me enamoré a volverlo a ver. Tú me ves como nadie más, bebé. Me diste alas para que vuele, pero motivos para quedarme. Tú me ves como nadie más, bebé. Me diste alas para que vuele, pero motivos para quedarme. Tú me ves como nadie más, bebé. Tú me curas cuando más me duele, sé que siempre has sabido amarme. Na schaut mal, so stehe ich hier. Ist ein kleiner Platz, also passt mal einer rein oder zwei kleinere halt. Ja, und dann gucke ich hier so, ja, so in die Landschaft oder so aufs Meer. Ist nicht so schlecht hier, ne? Hier gibt es einen schönen Weg zum Spazierengehen. Also kann man aushalten. Gefällt mir sehr, sehr. Ja, hier stehe ich jetzt und singe, ne? Oder wie heißt das? Da ist mein kleines Wohnmobil. Und das ist mein Blick. Und das ist das Wetter. Und das hat Meer. Das ist nicht schön hier. Man denkt ja immer, es geht nicht schöner, aber es geht immer noch ein Tick schöner. Immer noch einen ganz kleinen Tick.